Hallo und willkommen zurück zu Atelier Escher und Logi. Echt super Wetter draußen und wir haben auch Freizeit, steht da links oben jedenfalls. Aber wir müssen leider noch ein bisschen im Atelier verbringen, denn wir haben nur noch 32 Tage, unsere Aufgabe abzuschließen. Und mein erstes Ziel für diese Aufgabe, gucken wir gerade nochmal durch, sind Searing Heart und Medical Bandage herzustellen. Aber bevor ich diese beiden Sachen herstelle, möchte ich noch diesen Edelstein herstellen, den Wilbel uns beauftragt hat, da wieder zu diesem Geist zu bringen. Ich habe gerade schon mal geguckt, was ich auch noch so an Zutaten brauche. Bin die Rezepte durchgegangen und da habe ich festgestellt, ein paar Sachen fehlen mir halt noch. Aber ich habe auch dieses Rezept hier entdeckt, Heavenly Spirits. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich das her habe. Auf jeden Fall ist das ein Teil, um zurück zur Basis zurückzukehren. Das heißt, wenn wir irgendwo unterwegs sind, können wir damit die Rückreisezeit ersparen. Ich hoffe, ich habe das noch nicht so lange übersehen. Aber ich glaube, wir haben auch erst bei der letzten Reise diese Wingplant gefunden. Wir brauchen aber auch 10-mal Eiche. Jetzt habe ich nachgeschaut, ich habe nur momentan 3-mal Eiche. Das heißt, ich gehe doch gerade mal zum Duke und frage den, ob er mir was verkauft. So, Eiche. Hat er nur 5 Stück. Das heißt, die lieben Homunkuli dürfen nochmal die restlichen 2 herstellen. Aber die sind gerade noch beschäftigt mit anderen Arbeiten. Und ich will ja erst diesen Edelstein herstellen. Ich denke mal, dass ich, wenn ich den gefertigt habe, noch wieder ein Event triggere mit Wilbel. Deshalb hat das Vorrang. Und soweit ich weiß, dauert das, glaube ich, auch nur einen Tag. Heart of Flame war für die Quest. Irgendwie so ein Gem war das. Und wo unten musste er stehen. Spirit Gem, genau. Und da habe ich auch die Zutaten schon. Ein Purple Crystal. Abrasiv. Gleich. Und auch wenn es wahrscheinlich völlig egal ist, welche Qualität der Gegenstand hat, möchte ich ihn doch halbwegs gut machen. Und nicht so die letzten Schrottsachen da einbauen. Ist halt für einen Geist und ich bin halt lieb zu Geistern, wenn die was für mich machen. Okay, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja, den kann man gar nicht versauen. Den Gem. Ich könnte natürlich mehrere davon machen. Nee, brauchen wir nicht. Komm. So ist gut. So, Property Level ist 5 und jetzt mache ich nochmal Quantität Level 2. Ich weiß nicht, ob es das bringt, ob wir denn 3 dieser Edelsteine herstellen können. Aber ich will zumindest versuchen. Vielleicht kann man den ja noch als Zutat später verwenden. Compression wird dann einen Tag weniger brauchen. Der braucht eh nur einen Tag. Also sagen wir, das ist okay.
Ja, tatsächlich drei Stück. Alle Stats plus 6 ist sicherlich nicht schlecht. Wenn, dann werden wir den ja eher als Zutat benutzen, also machen wir nochmal PP Expansion. Nochmal 14 Punkte oder. Ach ja, Fremdkompress doppelt. Oh, fast Level 40, da gibt es bestimmt einen neuen Skill. So, mal schauen. Gibt es jetzt schon ein neues Event? Nein, noch nicht. Das heißt, was hatte ich mir jetzt auf den Zettel geschrieben? Was wollte ich jetzt als zweites machen? Genau, Heart of Flame. Dauert auch nur einen Tag. Das wird wieder schwieriger. Okay, dann nehmen wir da wahrscheinlich das Ancient Water. Mal durchschauen, was es hier so gibt. Ah, Moment, da gab es doch hier dieses... Nicht das Cardboard, sondern die Woodchips. Die waren so super. So, und hier nehmen wir Ancient Water. Und hier nehmen wir irgendwas. Windbonus plus 3 ist natürlich super. Oder Earth Bonus plus 2. Was ist denn seltener? Jeder hat Level 7, das Ding hat Level 10. Nimm den hier mal. So, jetzt der Trick. Ach, Ancient Water war gar nicht das Gute. Da habe ich mich jetzt gerade vertan. Ist aber nicht so schlimm. Ich kriege das trotzdem hin. Glaube ich. Muss ein bisschen überlegen dabei. Also den müssen wir auf jeden Fall doppelt einbauen. Das heißt, wir nehmen erstmal den. Dann den. Dann Power verstärken. Von diesem hier. Ja, den können wir ruhig mal zwischenschieben. Dann brauchen wir jetzt einen grünen nochmal extra. Ne, wir brauchen zwei Grüne. Einen für später. So, dann sagen wir jetzt Perfect Division.
Das ist nämlich keine Punkte. Dann sagen wir auf jeden Fall Quantität plus 2. Dann machen wir jetzt nochmal Division für den hier oben. Okay, jetzt haben wir den roten nicht ganz voll gekriegt, das ist aber nicht so schlimm, denke ich. Tja, jetzt können wir nicht mehr so tolle Sachen machen. Roboter Level schon 5. Ja, ist egal. Ich mach's noch einmal. Perfekt. Zack. Egal. So sieht also ein Flammenherz aus. Habe ich mir ganz anders vorgestellt. Das ist ja, glaube ich, ein Ausrüstungsgegenstand. Spirit Slayer. Ach so, genau. Was hat er sowieso schon? Feuerdamage, Hitpoints dazu. Und eine gute Chance auf K.O. überleben, das ist ja richtig gut. Gut, so viele Sachen haben wir gar nicht. Also, Spirit Slayer, alle Attribute plus 6. Tja, werden wir das jemals in Synthese verwenden? Ich glaube ja nicht. Lieber einen guten Ausrüstungsgegenstand, also entweder 15... Punkte MP und der Rest ist nutzlos. So, hat noch nicht ganz für ein Level abgereicht. Muss mal schauen, wen ich das jetzt ausrüste. Ja, die anderen Sachen sind nämlich auch super. Das ist auch schon wieder immun. Einen normalen Tod. Aber ich glaube, da ist das Heart of Flame schon noch besser. So, du behältst, also HP-Regen bleibt auf jeden Fall. Hm. 52 Hitpoints mehr, aber dafür 34 Verteidigung runter und Speed auch noch runter. Ich denke, wir bleiben bei dem anderen. Das war hard to notice, wird also nicht angegriffen. Aber vielleicht nicht zu sterben ist noch besser als nicht angegriffen zu werden. Jetzt kommen wir langsam hier zu dem Schrott. Ich lasse es momentan noch so, das sind alles so Feinheiten.
Gut, dann mussten wir hier noch Medizin herstellen, beziehungsweise irgendwie so Bandagen. Und dafür brauche ich Triotorn. Triotorn ist im Moment noch im Auftrag bei den Homunculi. Was brauche ich sonst noch? Erstmal nichts, was ich so machen kann. Das heißt, wir müssen hier mal eben vorbeischauen. Konnichiwa, Roji. So, die Pflanze brauchen wir. Und Triotorn brauchen wir. Machen wir das hier jetzt fertig. Und können die Eiche beauftragen. So, müssen dann schon drei Stück sein. Ich brauche ja keine Eiche, die kann ich ja nachkaufen beim Duke, dann, wenn es nötig ist. Zwei. Die können wir dann auch direkt herstellen. So, hier oben werden die Winged Plants fertig. Eine davon habe ich, glaube ich. Und zwei mache ich jetzt gerade nach. Das heißt, ich muss noch einen davon basteln. Das hätte man auch mal alphabetisch sortieren können hier. Vielleicht geht's sogar. Oh, jetzt weiß ich, was das Problem ist. So, da bin ich wieder. Ich musste mir gerade mal kurz unterbrechen. Ich habe die Pflanze gerade noch in Auftrag gegeben, diese Wing Plant, und jetzt können wir die Bandagen herstellen. Dauert auch nur einen Tag, das ist gut. Aha. Ja, ich werde die E-Groß nicht benutzen, glaube ich. Da fehlen mir als Medizin schon mal die grundlegenden Zutaten. Ja, warum nicht? Vielleicht wird es ja doch noch was Gutes. Das ist schlecht.
Jetzt muss ich gelb und grün aber noch irgendwie klar kriegen, das schaffe ich nicht mehr. Ach je. Nochmal neu. Ja, ja. Also. Jetzt hab ich nicht. Ich glaube, was hier. Ich glaube, ich muss. Nee. Wird einfach nichts. Nochmal. Oh, da ist wirklich der Wurm drin. Guck mal, der bringt doch schon mal 30. Achso, dann müssen wir uns das auch nochmal eben angucken. Nee, das muss so bleiben, okay. So, ne, der Anfang war eigentlich schon mal okay. Nee. Ich sehe da noch einen Fitzel-Effekt, der noch besser werden könnte. Also machen wir Effekt plus 5. So, jetzt fehlt uns ein Tick bei dem grünen Balken, aber das kriege ich auch nicht mehr besser hin. Dafür, dass ich die Bandage nie verwenden will, ist sie eigentlich ganz gut geworden. Okay, neue Effekte. Also bei diesem Wort, wenn es Deutsch wäre, man würde hinten noch zwei Buchstaben dranhängen. Naja, egal. Also Frame Compress muss dann schon mal sein. Ich meine, das bringt jetzt am Anfang 45% und das bringt immer 25%. Das bringt immer 30%. Machen wir so. Genau, Level 40. Und keinen neuen Skill. Gut, damit haben wir jetzt bis auf ein Assignment alles fertig. Da müssen wir in die südlichen Ruinen. Bevor ich da hingehe, will ich aber das Gem noch abgeben. Bei dem Spirit, ach ja genau, und vorher muss ich auch noch hier meinen Schirm herstellen. Das heißt, wir gehen mal einmal kurz zu Marion. Geben diese Sachen hier schon mal ab. Yoku ga hoka ni nani ka
Dann hier hin. Wir brauchen jetzt unsere Pflanzen, aber zack, zack. So, was haben wir sonst noch gecraftet, was wir noch duplizieren können? War hier noch was neu? Oh ja, das haben wir jede Menge jetzt verbraten. Das müssen wir nochmal neu bauen. Achso, genau. Was, wenn, wie lange dauern die anderen Sachen? 17 Tage, 12 Tage? 12 Tage sind natürlich ein bisschen kurz. Ich will jetzt den Schirm und auf Reisen. Wir machen mal den Schirm.